Jo, hi, zurück zu Prey. Wir waren das letzte Mal hier auf der anderen Seite der Scheibe. Jetzt bin ich hier bei Kollege Calvino und hier ist irgendwo sein Werkstattschlüssel. Genau. Haben ihn gefunden. Nicht überraschend. Gut gemacht. Ja, nicht überraschend. Ich hätte aber, also als ich das letzte Mal hier war, habe ich ihn nicht gefunden, entweder wegen Dummheit. Oder wegen Dummheit. So, jetzt wollen wir sicherlich storymäßig auch in die Werkstatt gehen, ne? Jetzt mal eben kurz gucken. Betritt die Werkstatt. Okay. Kann ich das von außen machen? Oder muss ich da jetzt irgendwie erstmal gucken? Weil eben, als ich hier lang geflogen bin, konnte man so ein Werkstattding sehen, hier irgendwo oben. Ein bisschen rauszoomen. Ups, wieder so gegenfliegen. Mal kurz wegschieben. So, ich drehe mich nochmal um. Irgendwo hatte ich hier irgendwo so ein Werkstattmarker. Maschinenlabor. Stock. Werkstatt. Okay, 72. Achso, ich muss durch die Schleuse wieder rein. Okay. Seine Werkstatt, wo ist denn die dann unten? Egal. Na komm, mach mal auf. Okay, seine Werkstatt, die ist halt da drüben drin, ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier irgendwie blöd angeballert werde. Da durch muss ich. Die Tür geht. Hier ist doch jetzt aber jede Menge Ärger wartet auf mich, oder? Nö, erstmal nicht. Oder doch? Ich höre schon wieder was. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja. Wenn du nett wärst, mach auf den Shit. Okay, cool, ich bin in der Werkstatt. Es wird gespeichert, das ist gut, weil sonst hätte ich das nämlich jetzt gemacht. Und kann ich das so wieder verriegeln? So, verriegeln, hab ich das gemacht? Verriegeln, entriegeln, alles gut. So, das ist das hier Looking Glass Server Gedöns. Draußen, das sieht nicht gesund aus. Whiteboard. Okay, was haben wir eingetragen im Whiteboard? Crazy Terminal. Okay. Krasse Konsole hier. Wiedergabe. Oh, keine Verbindung zum Host. Das kennen wir doch. Netzwerkeinstellungen muss er ja erstmal den Host finden. Okay, Server online. Reicht uns das? Welchen Host brauchen wir da? Steht irgendwas? Ach nee, muss ich alle Server online kriegen oder was? Diagnose, okay. Machen wir eine Diagnose. Ups. So, Netzwerkserver-Diagnose. Bla bla 1018, okay. Bla bla 1018, so. Okay, sehr gut. Gut gemacht, Morgan. Die Looking Glass Bildschirme sind wieder online. Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro. Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Und läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Photometer? Das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein.
Ja, gestern hatten wir zwei, jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen? Ist das nur Sound oder was? Okay, Wiedergabe. Video beendet. Ach so, habe ich das irgendwie Läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Photometer? Das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein. Ja, gestern hatten wir zwei, jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen? Okay, die zwei Häschen machen da irgendwas. Stopp, das reicht. Mal Phase 2 gucken. Sie gehen? Ich dachte, wir wären fertig. Gut, dann schalten Sie es aus. Sind Sie etwa wütend auf mich? Nein, es ist nur so spät. Gehen Sie. Schlafen Sie. Gehen Sie ruhig, schlafen Sie gut. Und Sie? Und ich? Ist schon in Ordnung. Ich mach das fertig. Okay, ich schätze, wir sehen uns später. Schätzen Sie? Was? Sie sagen immer, schätze ich. Das klappt, schätze ich. Bis später, schätze ich. Sie sind Wissenschaftlerin. Schätzen Sie nicht, wissen Sie. Oder schweigen Sie. Das ist alles. Was für eine Nacht, Dr. Calvino. Ja, wollte kurz sagen. Gerram Biscantole. Ja. Sí, claro. So, was haben wir hier noch rumflattern? Noch ein. Oh, ja, nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ja. Das wollte ich schon immer mal lesen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier nochmal reinschauen. Aha, drei E-Mails. Calvino, alles für Calvino. Wagenmodifikation, ja, sehr schön. Technische Daten, Looking, lalala. Looking Glass, okay, also, die sagen zurück zu meinem Büro, ne? Dass ich nichts verpasse. Und dann gucke ich mir mal ein Video an. Aber ich weiß nicht, ob das so geil sein wird. Mal gucken, was haben wir hier? Das hatten wir gemacht. Wir hauen ab. So. Ticket und raus hier, oder? Und was wäre denn jetzt clever? Oh, hier durch, oder? Und dann drüben rüber und durch das. Achso, hier komme ich gar nicht. Ah, shit. Ich dachte, ich kann da durch. Nee, das geht nicht. Ihr könnt mich doch mal, ihr Vögelchen. Kann ich irgendwie hochbeamen? Ja. Schuss. Ja, wer weiß es, da hinten durch, oder? Man steht nicht hier durch, sondern da rum. Und irgendwo raus. Ja, ganz gut. Ich hab's vergessen, wohl. Das wird voll, ne? Schlechte Waffenwahl. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich hier rauskomme. Ich glaube auch, dass ich mir erstmal einen neuen Dock schnitzen muss. Ah, der Dock ist wieder da. Das rockt natürlich nicht. Ich muss doch überhaupt mal gucken, was habe ich eigentlich noch für neue Mods? Null. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte welche. Gut, im Inventar, was macht mein. Also ich bin beim Dock, aber mein Reparaturset, ich habe keins, ne? Schlecht. So, komm. Dock. Alles gut. Halt mal eine andere Waffe. Ich
Ich müsste auch mal überlegen, wie ich denn eigentlich hier rauskomme. Ich muss mal kurz gucken, was die Karte dazu sagt. Ich bin ja hier. Tja. Mein eigenes, da muss ich ja eigentlich ins... in die Lobby wieder, ne? Foyer. Tja, wie komme ich da hin? Mal kurz überlegen. So einfach geht's nicht. Na, ich glaube, ich gehe einfach mal. Ist das Gesundheit? Ah, Gesundheit. Also ich lasse mir mal hier mal kurz vom Wartungsroboter. Ist er kaputt? Ne, da ist er. Kannst du meinen Anzug reparieren? Ist okay. Und dann düse ich hier am besten durch, ne? Weil eigentlich muss ich hier quer durch die Werkstatt, also durch dieses Labor hier. Geil wäre eigentlich, wenn ich dahin eigentlich nur mal so durchrennen könnte. Oh! Ah, ist ja gut, ist ja gut. Raus hier, komm! Okay, wir sind hier raus, das ist gut und ich will eigentlich ja nur in mein, wie sagt man, in mein Büro, aber wo ist denn das noch? Einmal hier durch oder erst da hinten durch? Ne, ist hier durch, ne? Ja, was wollt ihr denn hier alle? Haut ab! Ah, oh, shit! Gesehen, habe ich auch nicht gesehen. Okay, here we are. Ich glaube, hier ist Recycler, ne? War das nicht so? Ja, genau. So, wir wollen mal eben kurz hier den ganzen Müll loswerden. Okay, sehr nice. Mal kurz speichern. Und was sagt denn eigentlich Medipack technisch sind wir gar nicht gut drauf. So, was ist das? Nudeln, sehr schön. Und was haben wir noch? Die Dinger hier und that's it, ne? Okay, ist ja so schlecht nicht. 40 ist zwar nicht die Welt. Aber ich hoffe, dass wir nicht sofort drauf gehen. Wen haben wir da hinten? Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Das wird schwierig. Oh. Dann wird's aber mal weg. Aber richtig. Oh, jetzt kommt er nicht mehr rein, oder? Doch. Kann ich das hier verriegeln? Du kannst dicht ballern, Bitch. So, halt ab. Und dann brauche ich vielleicht mal ein bisschen, wenn ich darf, Schrot finden. Zeug. Schrotpatronen. Ups. Erzeugen. So, darf ich schon speichern? Ja, sehr schön. Okay, komm, ich muss mal ein bisschen mehr machen. Nee, das wollte ich nicht. Wollte ich hier. Was ist los? Hab ich nicht. Ah, ist das ärgerlich. Okay. Zumindest mal nachgeladen. Okay, die kommen hier nicht alle reingerannt.
Und ich kann jetzt wahrscheinlich an meinem Terminal das aber angucken, oder? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung, die Typhon, alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist es aus. Tut mir leid. Es gibt keinen anderen Weg. January kann dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz, um beschämt zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Nö, würde ich mal so sagen. Hallo Morgan. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus, Morgan. Das wird ein Wettlauf gegen sie und ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Welche Schlüsselkarte? Du hast jetzt ja nicht den deinen Generalschlüssel. Oh, wie geil. Leider konnte ich den Aufzug von hier aus nicht reparieren. Es gibt einen anderen Weg. Durch das Psychotronik-Labor. Morgan, dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Sehr freundlich. Zwei, Sie haben mich entworfen, nicht so großzügig. Ups, sorry. Hilfe. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Okay. Aber es hat erstmal geholfen. Sehr freundlich. Okay, dann lass uns mal gucken, was wir tunen können. So, ein Pünktchen nur. Ich dachte, es wären zwei. Shit. Mit einem Pünktchen kann ich doch nichts machen. Wollt mich doch verarschen. Leute. Neuromods. Doch nicht eins. Give me more, Mann. Komm. Ich habe Ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um Ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das nur, damit Sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Okay. Medikit. Okay, kann ich ein Medikit basteln? Das wird ja auch mal helfen. Ah, gut. Können wir eigentlich auch mal gleich ausprobieren, oder? Weil... So top drauf bin ich nicht. Okay. Haben wir noch eins drauf? Mehr geht nicht. Okay. Das brauchen wir 9 mm vielleicht noch. Auch nicht. Okay. Wir müssen so ein bisschen Schrott sammeln und dann mal irgendwie was draus bauen. So, ich suche nach weiteren reichen, Neuromods, während sie unterwegs sind. Ja, das wäre nice, weil einer, der schafft ja nicht. Okay, Generalschlüssel ist aber natürlich total abgefahren, ne? Und jetzt muss ich erstmal hier raus. Okay, gekillt. Oh, was noch? Achso, ich darf da nicht drauf rumlatschen. Okay, shit. Jo, gut, okay, kommst du mit oder hängst du hier nur weiter ab? Weiß ich jetzt auch nicht.
So, mal gucken, ob das. Okay, könnte ich eine andere Waffe bekommen? Danke. Wo ist das Biest? Shit. Komm. Ich hau dich krumm. Brauch einfach Ausdauer. Die ist jetzt kaputt. Mann. Okay, das war nicht so gut. Auf jeden Fall erstmal ausreichend, um hier klar zu kommen. Gut, was liegt da? Bananenschale, ja. Jetzt erstmal nicht. So, wir haben den da hinten ja auch noch weggemetzelt. Will ich auch nochmal eben hingehen. Außer er hier, ne? Oder drin. Drin liegt nichts, ne. Aber ich kann nur einen Schrott eben nochmal wegkriegen. Na, ist auch nicht so viel. Kling. Okay. Die Frage ist, ob ich mit dem Generalschlüssel auch durch die Sicherheitsding komme, ne? Also hier waren wir schon, ich gehe mal runter in die Sicherheitslabor, ne? Was dann unten irgendwo war. Trauma Center war kein Ding. Da kommen wir in die Staff Lodge, da kommen wir einfach nicht rein, ne? So, und geil wäre natürlich jetzt, wenn ich hier ist doch Security auch, ne? Kommt man da rein? Nein. Oder? Generalschlüssel? Ne, da brauchen wir eine spezielle Schlüsselkarte für. Okay, habe ich verstanden. Aber wir haben ja genug Räume noch, wo man nur mit dem Generalschlüssel reinkommt. So, zum Beispiel da drüben der Weg, um in dieses Psycho-Schlag-mich-tot-Labor reinzukommen. Wo war das denn? Das ist da drüben. Upsi. Habe ich noch irgendwelche crazy, habt ihr noch Geschütze, oder? Alter, wie viele sind denn das? Okay, die machen das alles kaputt. Ich geh weg. Okay, komm ich hier rein? Ja, ne? Auf den Shit. Okay. Und dann erstmal ein bisschen abtauchen. Reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht. Oh, Scheiße! Der haut mich voll kaputt. Danke. Jo, da sind wir. Und jetzt gucken wir mal. Ich probiere einfach mal nochmal da durch zu sneaken, ey. Das ist, muss ja irgendwie gehen. Weil besser ist das, ne? So. Und was wäre denn, wenn ich einfach mal versuche, da so durchzukrabbeln? Von dieser Seite. Will ich das Ding hier eigentlich reparieren? Das wäre natürlich gut. Verstärken kann man es auch machen. Upsi, muss wahrscheinlich ein bisschen weg. Irgendjemand erkannt? Nein. Ja, kommt auch keiner hinterher. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier reinkäme. Alter, geht bloß weg. Was habe ich denn? Die habe ich. Lesen.
freigeben, verschließen. Was denn freigeben? Ist das Ding da hinten grün? Nee. Auch nochmal verschließen. Ich weiß nicht, was verschließen ist. Diese Tür hier verschließen. Na, die ist jetzt entriegeln. Sehr schön. Ich habe die da hinten über die Software verschlossen. Okay, dann gehe ich ganz normal. Tja, da habe ich mal gar keinen Code für. Reinkommen kann der nicht, ne? Kann der rumballern? Guten Tag, Carlos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer TranStar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Okay, hier ist Schock der nicht, ne? Aber ich kann hier rein jetzt, oder? Mit dem Generalschlüssel. So, auf ist es. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Flucht gefunden. Oh, ich brauche was anderes mehr. Das nicht. Okay, krieg ich die Tür zu? Ja, die ist schon zu. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir hier drin und eigentlich würde ich ja ganz gerne. Das ist der Raum, den man sonst nie sehen konnte, ne? Da ist auch der Recycler hier kaputt. Kriege ich den auch noch repariert? Ne. 3 von 5, ich brauche mehr. Habe ich noch was? So geil wäre natürlich, wenn man das jetzt hier mal wegkriegen würde, dass man da durchkommt. Geht aber nicht. Man kommt nur von der anderen Seite rein. Was bringt mir das jetzt hier? Eigentlich nur, dass ich den Recycler repariert hätte. Und that's it, ne? Irgendein Desktop haben wir nicht. Okay. So, sehe ich sonst noch irgendwas? Ein paar Bänder und ein Schrank. Okay. Egal, haben wir mal repariert. Und ich sage es ganz ehrlich, ich muss hier runter, ne? Und das ist nicht so gesund. Vor allem bei meiner miesen Gesundheit aktuell. So, wer läuft hier noch rum? Der Typ. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Hinterher, vielleicht auch nicht. So, mal gucken. Auch nochmal die andere. Oh, sieht gut aus, oder? Ja, schön kaputt gehauen. Ich denn irgendetwas sonst anzubieten? Okay, wir gucken auf jeden Fall mal eben da unten rein. Leer, okay. Klar, Moment. Dann muss ich mal kurz schauen. Die ist durch. Schrote. Okay, gut.
jetzt ist es nicht mehr leer. Achso, nee, ist doch leer. So, jetzt müssen wir mal schauen, was liegt hier rum. Nix. Hier können wir hier nochmal durch. Oh doch, hier gibt's noch was. Danke. Okay, so, das haben wir. Wer liegt jetzt hier rum? Ja, hilft uns nicht. Und das Ding ist auch zu, oder was? Auch nicht mit meiner geilen Superkarte, doch. Okidoki, aber die Psychotronik schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, okay? Also, bis dann. Ciao.